Hallo Leute, seit längerem wollte ich mich schon mal in der YouTube-Pfeifenrauchergemeinde vorstellen und nicht nur meine Pfeifen und jo, jetzt mache ich's. Also, mein Name ist Michael, ich bin noch 29 Jahre alt, komme aus Graz und sammle, rauche und baue auch selbst Pfeifen. Im Moment rauche ich passend zu meinem ersten Video. Die allererste Pfeife, die ich mir vor, müssten 10 Jahre schon sein, gekauft habe. Es ist Peterson Killarney. Und darin rauche ich gerade. Von Veo Larsen den Golden Dream. Eigentlich ganz lecker. So. Damit das Video nicht ganz so kurz wird, möchte ich euch gerne erzählen, was ich gestern gemacht habe. Dazu muss ich sagen, ich bin vom Virus befallen. Und nicht nur vom Pfeifenvirus, sondern überhaupt vom Sammelvirus. Und was ist der beste Ort für so einen Infizierten wie mich? Ganz klar, ein Flohmarkt. Und gestern war ich eben am Grazer Fetzenmarkt. Der Grazer Fetzenmarkt ist der größte Flohmarkt hier und findet viermal jährlich statt. Und ich glaube, die Geschichte kann man bis ins Mittelalter nachverfolgen von ihm. Damit ihr euch einen besseren Einblick verschaffen könnt, wie es dort auf dem Flohmarkt ausschaut, kommt jetzt eine kleine Slideshow und danach werde ich mich wieder melden mit meiner Beute. Thank you.
So, hallo Leute, da bin ich wieder. Ich hoffe, ich konnte euch mit den Bildern einen kleinen Eindruck geben, wie der Fetzenmarkt ausschaut. Und jetzt zu meiner Beute. Gut. Als erstes habe ich einmal gefunden. Lauter Eisenoliven. Jo. Ich habe einen ganzen Sack voll davon, weil der Verkäufer die handweise verkauft hat. Jo. Wofür ich die benutzen werde, weiß ich noch nicht genau. Vielleicht bei Werkzeugen rauf oder vielleicht sogar mal auf eine Pfeife rauf, so als ja, bei einer Steckerpfeife zum Beispiel. Beim selben Stand bin ich noch einmal fündig geworden. Da habe ich nämlich die Klinge von einer Hobel gefunden. Jo, der Stahl schaut gut aus und wahrscheinlich werde ich mir daraus früher oder später Messer bauen. Bin halt der Heimwerker. Gut, mein nächster Fund ist, jo, nicht wirklich was Besonderes, sondern nur so ein kleines silbernes Taschenmesser. Ich glaube aus Tschechien. Der Stahl ist ganz gut und ich wollte schon länger mal so ein kleines silbernes flaches haben, das man gut in der Tasche tragen kann, ohne dass es zu stark aufträgt. Und ja, komplett neu. Noch nicht irgendwie krumm geschliffen oder sonst irgendwas. Also, nächster Fund. Diese Box. Plus Inhalt. Ein altes Rasierset. Komplett zusammengewürfelt und normalerweise hätte ich es auch nicht gekauft, aber der Rasierer hat meine Aufmerksamkeit erregt. Ich sammle ja alte Hobelrasierer und benutze die auch, auch wenn man es im Moment nicht so sehen kann. Und bin einfach sehr fasziniert von den Dingern. Und so einen Rasierer habe ich noch nicht gesehen. Denn er ist made in Austria, also nicht Gillette oder die anderen. Und die Marke heißt, glaube ich, Frabe. Meine Recherchen haben bis jetzt noch nichts gebracht, also falls irgendjemand eine Ahnung hat, was für Firma das sein kann, eine österreichische, jo, bitte eine Nachricht schreiben. Gut. Und jetzt mein Highlight sozusagen, das worüber ich mich am meisten gefreut habe zu finden, nämlich hier diese kleine schwarze Box. Und darinnen noch der Originalrasierer. Wie gerade beim vorigen Stück, ich sammle solche Hobelrasierer. Und den hatte ich noch nicht in meiner Sammlung. Im Moment schaut er noch, jo, eklig aus. Aber das ist ein Gillette New Standard. Und der ist von 1921. Ich bin einfach immer fasziniert von den Dingern. Und eben komplett im Set. Jo. Das war es eigentlich auch schon von mir. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt und ja, über Kommentare würde ich mich immer freuen. Also bis zum nächsten Mal. Cheers, euer Michael.